mittlerweile sind wir schon beim 15. Spieltag angelangt, damit der letzte Spieltag in der Hinrunde und die Greifen empfingen zu Hause Aufsteiger Germania Schleiche, die unentschieden Könige der Liga, die mit nur 6 geschossenen Toren auf einem Nicht-Abstiegsplatz sich befinden, schon ein kleines Kunststück. Denn oft reichte ein 0:0. Also besonderer Gruß gilt Punkt die Gästen vom SV Germania 90. Die Greifen konnten leider in den letzten Spielen nicht ganz Christoph Marschner aus Berlin nach Wunsch überzeugen. Schmalkors bekam er die Fans nach dem BRK-Spiel geliefert. Nicht ein Sieg gelang mehr, zum Beispiel am 13. Spieltag. Nur ein 1:1 ging in den LFC Berlin. Und am 14. Spieltag, eine Woche zuvor, gar eine 1:3 Niederlage bei Tennis Borussia Berlin, wo man schon zur Pause mit 2:0 zurück lag und sogar noch Glück hatte, dass der Rückstand nicht höher ausfiel. Nun aber, heute gegen Germania Schnoreiche, da wollen es die Greifen wieder packen. 3 Punkte sind eigentlich Pflicht. Doch der Gast, der spielte auf in Halbzeit 1 und ließ wenig zu. Hier Kossiel, der versuchte sich durchzusetzen, muss aber viel früher den Ball abspielen. Tat es nicht und somit die Gäste wieder im Ballbesitz, die hier frei durch waren, aber im letzten Moment klärte Volker Bernstein die nachfolgende Ecke. Verunsichert wirkten die Greifen. Nervös, nicht klar im Kopf, die letzten negativen Ergebnisse hinterließen Spuren. Und ja, Riesenmöglichkeit der Gäste! Markiewicz, er rettete für die Greifen den Rückstand. Und die nur knapp über 400 anwesenden Fans, sie konnten es kaum glauben. Die Gäste, die eigentlich als defensiv eingestellte Mannschaft gehalten wurden, sie spielten hier auf, hatten das Spiel in den Griff und die Greifen bekamen nichts gebacken. Fehlpass, Volker Bernstein. Nächste Riesenmöglichkeit im letzten Augenblick. Klärte Vincent Lipp. Und Riesenparade Markiewicz. Ein klasse ausgeführter Freistoß der Germanen und der Greiftorwart muss erneut eingreifen. Dann ein Freistoß für die Torgelor, der aber nichts einbrachte. Es war wirklich zum Wegschauen in Halbzeit 1. Das, was die Torgelor zeigte, war bei weitem nicht Oberliga tauglich. Pavel Traschka da versucht einen neuen Angriff aufzubauen, aber die Greifen verloren erneut den Ball. Schön. Schöner Angriff der Gäste. Und dann konnte doch Thomas Wegner zur Ecke klären. Ein Freistoß
kurz vor der Halbzeit. Erneut geklärt zur Ecke. Ja, das einzige Positive zur Pause war noch das 0:0. Die Greifen können es, beziehungsweise haben es noch in der Hand, können in der Halbzeit 2 mit einer Steigerung dieses Spiel positiv gestalten. Und das hoffen auch die treuen Fans, die gerne 3 Punkte im letzten Heimspiel des Jahres 2006 sehen möchten. Und dann hätten auch die Tore gelungen mit 20 Punkten eine ordentliche Zahl erreicht und würden im Mittelfeld sich weiterhin festbeißen. Und es Greifen steigerten sich zwar, aber es war vieles nur Stückwerk. Hier, Riesenmöglichkeit. Vincent Lipp. Auf der anderen Seite, die Germanen blieben weiterhin gefährlich. Zwar hatten sie nur noch wenige Angriffe, aber wenn sie mal nach vorne kamen, dann wurde es meist brenzlig. Doch hier klärte die Greifabwehr. Dann doch nicht Fehlpass, aber dann liefen die Gäste ins Abseits. Dann die Greifen. Kostil setzte sich durch seine Flanke, aber kam nicht an. Eckball. Kortula. Schöner Knaller und Latte von Daniel Pankau. Augenblicke später sahen die Fans diese Szene, aber die brachte auch keinen Erfolg. Es war zum Verzweifeln. Die Chancen hatten jetzt die Greifen, aber es wurde einfach nichts draus. Dann schnell ausgeführt. Schuss. Und wir haben es nicht gesehen, aber da rettete die Latte. Das war der Pfosten. Da hatte die Torgler Glück und so unverdient wäre die Gästeführung nicht gewesen. Im Gegenzug hat er einen Wechsler, Matthias Gerke, den Siegtreffer auf dem Fuß. Und einmal hatten auch noch die Gäste ihre Möglichkeit. Somit müssen die Torgelower mit diesem 0:0 leben. Nur ein magerer Punkt. Und die Torgelower verabschieden sich mit 18 Punkten. Aus der Germania aus Schneichel, unsere Greifen habe ich noch ein Spiel vor der Plus in der Oberliga und hier die Pressekonferenz. Das ganze Spiel nimmt, denke ich, es ist ein gerechtes Unentschieden, weil zur Halbzeit war ich natürlich nicht zufrieden, bloß hier mit dem Punkt. Da hatten wir dann doch deutliche Vorteile. Also, Torgelow hatte bloß 2 Mal aufs Tor geschossen, aber von der zweiten Halbzeit, wo sie dann doch eine Reihe von Möglichkeiten hatten, wo wir ein bisschen unsortiert waren, vor allem über unsere linke Seite. Sie hatten dann 1-2 richtig fette Chancen, hätten wir das Spiel auch verlieren können. Von der Seite sind wir mit dem Punkt dann, wenn wir das ganze Spiel betrachten, zufrieden. Schwer auf diesem Boden natürlich Fußball zu spielen, das ist sehr tief und natürlich dann aufgewühlt, wo man dann schlecht direkt spielen kann. Also für die Zuschauer ist das dann natürlich immer nicht so schön.
bei den Witterungsbedingungen zum Fußball zu gehen. Aber ich denke, sie haben ein ordentliches Kampfspiel gesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit. War dann halt alles dabei, was Fußball in der Oberliga noch zu bieten hat. Dankeschön. Eckert. Ja, ein Statement. Wir sind mit dem einen Punkt natürlich nicht zufrieden. Wir wollten unbedingt zu Hause gewinnen. Was wir in der ersten Halbzeit dafür abgeliefert haben, war eigentlich nichts. Das war Frauenfußball. Da war keine Ordnung drauf. Das war ja, unsortiert. Alles ging durch die Mitte. Die Außenbahnen waren in keinster Weise gesetzt. Weder von der rechten Seite noch der linken Seite. Dann kam die Fehlerquelle über die kurzen Bälle, 3-5 Meter. Das darf einfach nicht passieren, wenn man zu Hause spielen möchte oder gewinnen möchte. Wie der Jens schon sagte, da hatten wir eigentlich Glück, dass es zur Halbzeit 0-0 stand und nicht schön eigentlich in Führung lag. In der zweiten Halbzeit mit der Einwechslung von Kottula war eigentlich gesehen, dass eine Bewegung wieder da ist, dass man Möglichkeiten sich herausspielt. Wenn man über die Außen kommt, wenn man dann ein bisschen Leidenschaft entwickelt, dann kann man auch ja, Fußball auf schlechteren Bodenverhältnissen eigentlich bieten. Vom, über den Kampf zum Spiel, anders geht es eigentlich nicht auf diesem Boden. Und der eine oder andere ja, sollte mal nachdenken, Oberliga ist nun mehr Kampf. Und wir spielen im Mittelfeld und nicht in der Spitze. Und wenn wir den Abstand nach hinten halten wollen, unser Klassenziel erfüllen wollen, dann muss man von Beginn an fighten. Und nicht nur dann, wenn es immer erstmal etwas lauter wird oder die Negativstimmung in der Kabine in der Halbzeit ausgewertet wird. Das passt eigentlich nicht. Und sonst muss sich eigentlich jeder an die Nase fassen, jeder Spieler, dass er, wenn er sein Leistungsvermögen ausschöpft, dass wir okay im Mittelfeld mitspielen können. Wenn wir es nicht machen, dann wird die Differenz nach hinten enger und dann plötzlich kommt Hektik. Und dann wird es eng, dann wird der Zuschauer unzufrieden. Und wir haben einfach die Verpflichtung, gegen unseren Leuten hier zu Hause, ihnen einen angenehmen Nachmittag zu bereiten. Dafür arbeitet die ganze Region und dafür sind wir als Mannschaft eigentlich verpflichtet. Und das habe ich in der ersten Halbzeit nicht gesehen. In der zweiten Halbzeit, okay, wie gesagt, wir haben aber trotzdem nur einmal das Tor getroffen, Matthias Gerke, sonst haben wir Möglichkeiten gehabt, ja. Aber Möglichkeiten, sagen wir mal, alles schön eigentlich auch mal den Pfostenschuss noch. Müssen wir leben mit dem Punkt, ist für mich aber zu wenig. Fragen seitens der schreibenden Zunft an die Trainer, anderweitig? Erst einmal nicht. Gut, dann hätte ich nochmal an Dietrich, an dich als Präsidenten eine kurze Bitte. Die erste Halbserie ist vorbei. Schätzt kurz ein, ob wir das erreicht haben, was wir wollten. Vielleicht auch mit einem kleinen Ausblick in die nächste Serie. Vielleicht auch schon ein paar Worte Richtung Personalien. Wird sich was ändern? Sehen wir die Truppe im nächsten Jahr wieder bei der nächsten Halbserie? Bitte. Ja, ich glaube, wir haben im Vergleich zum letzten Jahr 2-3 Punkte mehr. Das ist erstmal positiv. Wir haben es nicht verstanden, in den Heimspielen überzeugend uns darzustellen. Das ist negativ. Wir haben in den Auswärtsspielen, glaube ich, gute Spiele abgeliefert. Das ist wieder positiv. Aber das, was wir uns vorgenommen haben, den Klassenerhalt, da sind wir, glaube ich, irgendwo auf dem richtigen Wege. Das ist so. Wir stehen im Mittelfeld da, wo wir hin wollten. Wir müssen jetzt sicherlich nochmal das erste Spiel, was wir jetzt vorziehen, gegen Europien versuchen, erfolgreich zu gestalten. In unserem Sinne haben Sie das Spiel. Ja, selbstverständlich. Ganz klar, weil wir auch mit diesem Unentschieden den Abstand nach unten haben nicht vergrößert oder nicht verkleinert. Das ist in Ordnung. So Personalien. Ich finde es einfach auch vom DFB nicht in Ordnung, dass wir, die uns jetzt vorbereiten wollen auf die nächste Saison, noch nicht wissen, wie die nächste Saison überhaupt stattfindet. Das ist also für mich eine Katastrophe, für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass wir jetzt noch nicht wissen, wie werden die Spielregeln ab 2008, 2009 überhaupt sein. Das ist also für mich also unmöglich. Aber wir sind schon dabei. Wir sind dabei, auch personell Dinge ja, zu bewegen, auch auszutauschen. Oder auch Neuverpflichtungen, aber das ist ein bisschen früh. Wir haben jetzt noch zwei sehr wichtige Spiele vor der Brust, das ist in Europien und das allerwichtigste Spiel ist in Rostock. Da werden für uns auch Weichen gestellt, die einfach wichtig sind für die nächste Saison. Dankeschön. Noch Fragen?